Hallo Leute, ich bin Arnold von Willkommen zu einem neuen Jahr, zu einer neuen Folge und einem neuen Projekt von mir. Westborn heißt dieses Spiel. Ist auf dem Handy und ja, es ist ein Smartphone-Projekt, ein neuer Westborn. Ich habe jetzt hier schon mal den Charakter vorab gemacht und ja, ich habe den Krieger gewählt. Warum habe ich dieses Spiel eigentlich überhaupt angefangen? Ja, weil das Ganze vom Kefir sein soll. Den Kefir kennt ihr vielleicht vom Spiel Let's Day on Earth und andere ihre Spiele, also das Bekannte ist von Let's Day on Earth. Wir bestätigen, ja Leute, das ist ein ein Co-op Survivor. Und ja, ihr seht, man kann hier ziemlich cool rumlaufen. Und muss hier jetzt mit dem sprechen. Es ist auf Deutsch, ihr könnt das Ganze selbst lesen, ne? Du bist zurückgekommen, um zu helfen. Ja, Phase 1 bitte. Wir machen Phase 1, anfangen. Wende dich an den Kriegsherrn. Er wird dir sagen, was als nächstes zu tun ist. Okay. Und wo ist euer Kriegsherr? Der da. Und du siehst aber nicht wie ein Kriegsherr aus. Okay, da. Da ist der Kriegsherr, okay. Du kannst dir aussuchen, wo wir Ressourcen für diesen Bau der Hauptstadt zusammen, also bla bla bla. Wir können jetzt Königreich Frankreich, der Wikinger oder England. Also ich bin für die Wikinger. Weil es ist halt so, England mag ich nicht, Frankreich mag ich nicht, ich mag einfach Wikinger mehr. So, habe ich jetzt ausgewählt, ich will die Wikinger. Wir brauchen ein Lager. Gut, machen wir. Wo muss ich hin? Wo möchte ich hin? Also Leute, das ist nicht nur ein neues Projekt, ne? Also frohes Neues euch allen, will ich wünschen und sagen, das sollte ich eigentlich am Anfang schon tun. So, du hier, Lager hier, also wir müssen hierhin laufen. Es ist etwas anders als letzte Nerd irgendwie, also so richtig komme ich da noch nicht klar. Es ist komplett blind. Sieht mir eh nach. Ich werde dir nicht verraten, bla bla bla. Du kannst doch hier niederlassen. Also das wird wohl unser B sein. Also so richtig komme ich da noch nicht klar. Also ich muss sagen, Leute. Klar, das ist das hier Standard, ne? Sammeln, Ressourcen sammeln. Hier können wir noch nicht machen. Oh, wieder mal Zombies. Schön, also kannst du bitte sterben? Ja, danke schön. Fleisch, alles nehmen. Ja, wir brauchen. Kannst du bitte sterben? Danke. Also hier ist wohl unser Base. Wir sammeln mal hier alles. Den. Belagere die Kutsche mit Ressourcen. Ja, wartet mal. Ich will hier ein bisschen die Zombies kalt machen oder was auch immer das sind. Ja, wir belagern mal mit den Ressourcen.
Kutsche. Da ist die Kutsche, aber ich will noch ein wenig hier. Hier, kannst du haben. Okay, hier. Drei Holz und Steine. Steine hätte ich lieber selbst beibehalten. Und drei Holz. Ja. Aber wir müssen halt dem helfen. Baue deine Bezirke in Neuheim auf. Okay. Wo ist unser Bezirk? Also das gehört wohl nicht uns. Ich habe schon gedacht, hier wird unsere Base sein. Aber unser Bezirk ist hier. Wir laufen. Es ist wieder mal, Leute, es ist wieder mal, wir müssen hier rumlaufen. Also es kostet wieder mal Zeit und Energie, glaube ich. Ich hoffe, dass die Energie hier doch weg ist und dafür lieber so Zeit ist oder wie auch immer. Also das ist hier jetzt unser Bezirk. Okay. Alter. Okay, wir haben jetzt eine Kutsche, ne? Hier, wir brauchen jetzt Baumaterialien. Hallo Ältest. What's up? Sprich mit dem Ältesten. Also, wir haben jetzt, wir haben ein paar Ressourcen. Und die haben auch was gesammelt. Das ist supi. Aufräumen. Jetzt können wir bauen. Also das ist irgendwie so Rollenspiel mit Strategie aufbauen. Sieht das mal ziemlich cool aus, also muss ich sagen. Jetzt können wir was herstellen. Und bauen unsere hier. Bezirk auf. Nicht genug Ressourcen. Wir haben nicht genug Ressourcen, Älteste. Geh zurück zu deinem Lager. Ja. Warum bin ich hier noch halbnackt? Ich gehe in Lager. Was ich jetzt nicht verstehe, warum heißt es mein Lager? Wenn das Ganze hier zu mir gehört und wir müssen einfach eine Stadt aufbauen. Warum heißt es eigentlich mein Lager? Heißt es, dass wir jetzt also als Charakter spielen, der eigentlich die Stadt einfach nur aufbaut? Stell eine Axt her, wartet mal. Ich muss jetzt eine Axt herstellen. Aber jetzt ja, alles nehmen. Was zum Futtern. Ja, wir haben jetzt auch hier. Ne? Wir gehen jetzt hier in die Tasche. Und jetzt haben wir hier auch zum Heilen. Komm her, du blöder Zombie. Du warst auch immer du bist. Na komm schon, lauf nicht weg. Ich wollte dich killen. Aber wir machen gleich eine Axt. Also hier, das ist das Baumenü. Wir sollten jetzt eine Axt herstellen. Mal gucken, was wir hier alles haben. Also, richtig tolle Sachen. Ich mag solche Mittelalter. Also, ich weiß, dass zum Beispiel G4 hat schon ein Mittelalter dunkle Survivor Game. Aber das hier ist ziemlich cool. Fäll einen Baum, warte, ich habe hier ein bisschen paar Idioten. Wir haben jetzt 101 Leben, das heißt mit jedem Upgrade. Ach ja, Leute, ich spiele mit
Krieger, ne? Also es gibt Magi, Magier, Bogenschütze und ein Krieger. Ich spiele mit dem Krieger. Ich fälle 3 Bäume. So viele Bäume gibt es hier nicht. Ich sammle mal. Pass auf, warte mal. Wartet, jetzt. Yeah, jetzt hat es geklappt. Also Fleisch und Leder will ich haben. Da sind noch mehr Bäume. Darf ich auch Spitzhacke haben? Ich will mal gucken. Leute, wir haben sogar Fähigkeiten. Also wir können jetzt Berserker oder Eismagier werden. Cool. So Heiler. Also Heiler würde ich gerne mal machen. Also das sind so Berserker Krieger-Modus. Wir können später... Wow, Leute. Also es gibt Bogenschützer, wie gesagt. Behandler, also gelernt. Das heißt, Leute, wir können jedes Mal eigentlich unseren Charakter wechseln. Eigentlich. Das ist wohl unser Haus. Also, ich sage irgendwie, in unserem Haus ist jemand drin. Das möchte ich nicht haben. Und unser Haus ist ein bisschen kaputt. Also unser Haus ist ein bisschen kaputt. Aber ein paar Sachen sammle ich. Was haben wir da? Nee. Leute, das machen wir mal nächstes Mal. Also, ich muss sagen, Leute, es ist ziemlich cool. Also, das Bild ist ziemlich cool. Das muss ich mal lassen. Das ist etwas Neues. Also, so ganz neu ist das nicht. Allerdings, das ist nicht ganz normales Survivor. Das gucken wir auch nächstes Mal. Das ist gemischt. Also meine Meinung. Das, weil irgendwie, Leute, es ist halt so, wir müssen den dritten Baum noch fällen, ne? Ja, wir haben auch Hunger. Ich sehe da oben Anzeigen. Es ist halt so, Leute, also ich habe irgendwie das Gefühl, stelle eine Spitzhacke her. Jawolle. Machen wir. Wartet mal. Ich brauche aber noch Steine, Leute. Spitzhacke herzustellen ist schon gut, aber ich habe keine Steine. Wir müssen hier mal ein paar Steine holen. Also das Schwert will ich, beibehalten, deswegen möchte ich eigentlich als allererstes so einen Holzspeer haben, das wir von anderen Spielern schon kennen. Also ich hoffe, euch wird es gefallen. Also mir gefällt es bis jetzt. Also ich muss sagen, Leute, ich glaube, wir müssen diesem Projekt anfangen. So richtig anfangen. Also ich würde gerne so richtig das Ganze mal anfangen. Heute spielen wir das Ganze wie angezogen sozusagen, beziehungsweise kein angezogen, sondern erste Folge. Ja, wir schauen uns hier um, was hier so los ist. Und dann werden wir... Oh, ein Magi. Was ziemlich cool ist, Leute, dass hier unterschiedliche Gegner sind. Also es gab auch in anderen Kefir Spiele andere Gegner. Aber was ziemlich cool ist, dass hier keine so nicht nur so Zombie oder was auch immer da sind, sondern die haben unterschiedliche Klassen. Ja, also
Ich finde es total klasse. Wortspiel, haha. Ich will den Speer haben. Jo. Was jetzt? Baue Kalkstein ab. Ja, machen wir. Da. Und ich glaube, Leute, wir werden dann, also wenn wir damit fertig sind, so eins, werden wir für heute mal Schluss machen. Aber ich glaube, Leute, dass ich diesen Projekt weitermachen werde. Weil es ist ziemlich cool. Wie gesagt, das ist vom, also das ist die Art von Kefir, also Spielentwickler Kefir. Und das ist halt Art von Kefir, nicht nur, aber es ist halt etwas, da muss man wirklich, also Co-op Survivor, das ist ein Co-op Survivor. Und ja, mal gucken, wie lange, oder ob ich überhaupt das gefällt, wie weit wir kommen, wie lange wir das Ganze spielen werden. Aber bis jetzt, Leute, ich kann euch sagen, it's time to survive. So, Alter, hier ein paar Steine für dich und ein paar Holzer. Ja, warte, ja. So. So, dann machen wir uns hier mal ein bisschen Platz. So, was jetzt? Geh zurück zu deinem Bezirk. Auf jeden Fall, ich habe so ein Gefühl, Leute, dass wir diese Stadt aufbauen sollen. Und aber auch gleichzeitig unsere Städte, also unsere Stadt hier, unsere Base aufbauen sollen. Außerdem, da kommt noch ein Schiff, also wir können da was kaufen und so, ne? Also, das machen wir jetzt mal hier aufbauen. Neuheim. Cool. Ich hoffe, euch wird dieser Projekt gefallen, Leute. Also mir gefällt es echt supi, muss ich sagen. Also mir gefällt es wirklich sehr. Und außerdem, hallo Älteste, ich hab da was für dich. Wir können hier das Ganze aufbauen. Dann räumen wir hier noch auf und bauen da noch ein bisschen Schutzmauern. Dann hier noch aufräumen. Und dann, Leute, beende ich das Ganze mal. Also, Kutsche, nicht genug Materialien. Und da seht ihr, was wir dafür bekommen. Wir müssen wieder dahin. Ich werde aber erstmal lassen und sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch wird dieses neue Projekt gefallen, so wie es mir gefällt. Also ich muss sagen, Leute, das Projekt ist echt super. Wir können uns mit ein paar, ja, ein paar Trauben heilen. Wir haben noch immer hier noch was. Ab Level 15 kriegen wir noch eine Tasche, Rüstung und so weiter. Also Leute, wir haben etwas zu tun. Und ich muss sagen, Leute, mir gefällt es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wenn euch dieses Projekt gefallen hat, like das Video, kommentiert. Und ja, das ist halt mein neues Projekt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Nochmal, ja, frohes Neues euch. Ja, und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Euer Lone Wolf haut rein. Ciao.